Verstehen. So, heute sind schon ganz viele da, haben sich auch schon im Chat gemeldet. Der Robby ist am Start, Steff, Flo, Sinuhelp und ganz viele andere schon. Es tut mir leid, ich vergesse immer Namen. Es tut mir leid. Also, wenn ich sie nicht sehe. Ja, alles gut. Niklas auch da. Hallöchen. Na, wie geht's euch allen? Habt ihr schon ausgeschlafen? Seid ihr gut in den Sonntag gestartet? Ich hoffe ja. SC Berlin, guten Morgen. Na, Liftswelt auch da. Halli, hallo. So. Genau, Yui, dich hatte ich auch schon gesehen. Es ist immer so. Ich hab die Namen gesehen und dann sehe ich, wenn ich sie nicht mehr sehe im Chat, dann irgendwie. Ja, ihr wisst, ich habe ein Hirnbierenzieb. So. Stuggi, guten Morgen, muss eben los. Alles gut, aber schön, dass du kurz reingeguckt hast. Ja, ich hoffe, wie gesagt, euch geht's allen gut. Ihr habt gut geschlafen, vielleicht auch ausgeschlafen, je nachdem. Kreativ Joe, guten Morgen. Siehst gut aus heute, dankeschön. Heute wird's wieder yummy. Ja, ich hoff's. aber ich denk, wir kriegen das ganz gut hin. Sehr gut, das ist schön, wenn du ausgeschlafen und gut geschlafen hast. Ja, ich hoffe, ihr hattet auch ein schönes Wochenende bisher. Und noch ist es ja nicht vorbei, aber es nähert sich dem Ende, aber trotzdem. Ja, ich war gestern eigentlich relativ viel unterwegs. Also was heißt ja, unterwegs. Juhu, oh, ein Sub verschenkt an Malem24. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für das verschenkte Abo. Warte mal, stehst du gerade auf der Tafel? Du stehst auf der Tafel, du kriegst ein Herzchen noch von mir. Das ist sehr, sehr, sehr lieb, dass du ein Abo verschenkst. Danke dir. Und Stucki haut noch 15 Bits raus. Vielen, vielen, vielen lieben Dank auch für die 15 Bits hier. Danke dir. Sehr, sehr, sehr lieb von euch. Wo war ich? Genau, ich war gestern relativ unterwegs, relativ viel, relativ lang. Let the community grow. Ja, ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und da freue ich mich immer drüber. erstmal war ich frühstücken beim Bäcker. Also mein Freund war am Wochenende da. Waren wir frühstücken beim Bäcker. Das ist ja so, machen wir ja ganz, ganz oft. Was ich mittlerweile super cool finde. da ganz gemütlich. Dann waren wir im Einkaufszentrum. Ein bisschen bummeln einfach nur. So auch, keine Ahnung, habe ich jetzt nichts Großartiges gekauft. Sondern mehr so ein bisschen durchlaufen, ein bisschen gucken. Und dann waren wir noch bei einem Obi. Da habe ich habe Pflanzen gekauft, Leute. Ich habe zwei Pflanzen gekauft. Und die eine hängt heute schon komplett drinnen. Ich weiß nicht, was sie nicht vertragen hat. Vielleicht das Umpflanzen oder so. Oder keine Ahnung, vielleicht muss sie sich erst an mein Klima gewöhnen. Ich weiß es nicht, aber ich habe Hoffnung, dass sie vielleicht ein bisschen länger leben, die Pflanzen. Ich mit meinem absolut nicht vorhandenen grünen Daumen. Schauen wir mal. Tommy, guten Morgen. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, das war so im Großen und Ganzen mein Wochenende. Freitag war ich aber bei meinem Papa. War auch ganz schön. Ja. Ich weiß nicht, was habt ihr so gemacht am Wochenende? Gab es irgendwas Besonderes? Was habt ihr so getrieben? So. Wir machen heute, kann ich kurz schon mal dazwischen erzählen, eine Paprika-Rinderhackpfanne mit Porree-Reis und Schnittlauch. Mir geht's ganz gut und Lisi, mir geht's gut. Mir geht's gut, danke der Nachfrage. Oh, Ikea, oje, war viel los. Das ist immer, bin ich immer so, ich weiß nicht, ich gehe nicht so gern zu Ikea. Ich glaube, manche lieben es und manche hassen es. Und ich, so ab und zu ist es zwar ganz, ganz nett, aber es sind immer zu viele Menschen. Ich sitze vorsorglich in Quarantäne. Oh nein, wieso das denn, Flo? Hattest du Kontakt mit jemandem oder was los? So, ich zeig's euch mal kurz. So sieht das bei denen aus. Sieht, finde ich, sehr schön aus. Samstag ist schwierig, oh ja, das glaube ich dir. Ich habe nicht viel gemacht, weil das. Ja, das stimmt, das Wetter ist nicht so geil. Es war auch gestern nicht schön. Es war so immer. Also, es hat bei uns fast den ganzen Tag so. Es war so eine Mischung aus Schneeregen. Eigentlich richtig eklig, aber. Naja. Wir haben uns einfach warm angezogen, sind dann halt trotzdem so ein bisschen rumgelaufen. Dann geht's schon. Aber es stimmt, es ist kein schönes Wetter. So, also das soll theoretisch am Schluss rauskommen.
Kollege ist positiv, daher habe ich mich mal selber isoliert. Ja, macht Sinn, macht Sinn. Ah, ja. Ist natürlich immer nicht so geil, aber ich kann es verstehen, würde ich auch so machen. So, wir brauchen, also wir brauchen Rinderhackfleisch. Ja, ist auch 100% Rindfleisch. Dann zwei Spitzpaprika haben wir. Wir haben eine Knoblauchzehe. Dann haben wir hier Rinderbrühe. Das ist eine Sahne, Kochsahne, eine Zwiebel. Das hier ist eine Paprika-Gewürzmischung. Da haben wir Jasminreis, Schnittlauch und wir haben noch den Lauch. Also das ist so das, was wir brauchen. Im Großen und Ganzen. Ich meine, klar, Öl, Wasser und so weiter, aber ja, das haben wir da. Ey, Kommandante ist auch am Start. Hallihallo. Na, alles gut bei dir. So, womit fangen wir denn an? Den Porree halbieren und in 1 cm dicke Halbmonde schneiden. Okay. Ich ziehe mal hier die erste Schicht ab. Die sieht nicht mehr so gut aus. Und dann wasche ich ihn mal kurz. Und dann fangen wir mit dem Schnibbeln an. Ich mache das hier als so. Was hat sie da? Knoblauch von ihrer Zehe? Okay, hab's mir schon immer gedacht. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir haben ja am Freitag nicht gekocht, aber ich hatte ja trotzdem 3 HelloFresh-Gerichte sozusagen für die Woche. Und ich habe das einfach gestern gekocht und dann gab es, das waren Nudeln mit einer Tomaten-Paprikasoße und so Mozzarella-Bällchen und dann Basilikum dazu. Das war gestern auch sehr, sehr, sehr lecker, ging auch voll schnell. Und ich fand es cool, also die Soße war richtig gut. So, man hat da, war wieder so Tomaten-Sugo mit dabei und die Paprika hat man mit Knoblauch hat man angebraten, bis es weich geworden ist. Und dann hat man es am Schluss dann noch mit Frischkäse und so und dann wurde das püriert. Das war richtig gut. Also die Soße fand ich hervorragend. Eigentlich, also wirklich super einfach eigentlich zu machen. Hat auch nicht lang gedauert, aber hat sehr gut geschmeckt. War ich begeistert davon. So. Du weißt, wie schlecht du bist an den Menschen und so. Ja, ja. Wie geht's Ihnen, junge Frau? Ja, alles supi. Hat am Freitag 3 Kilo Hackbraten gemacht. Kommandant, nicht schlecht. Und war lecker, oder? So, also ich halbiere den jetzt einmal. So. Jetzt. Okay. Und dann schneiden wir jetzt Ringe einfach, ne? Ja, genau. Also es wären dann Halbmonde. Aber schneiden die einfach zusammen. Seht ihr was? Ihr seht gar nichts. Es tut mir leid. Ich muss wieder gucken, wo ich hinrutsche mit meinem Brett. Ist so Hackbraten bei dir denn wirklich, sag mal, nur Fleisch? Oder machst du da irgendwie auch noch... Ich bin am Überlegen. Ich glaube, meine Oma hat da ganz gern auch Paprika und sowas mit reingemacht. Also, dass man noch so ein bisschen was anderes außer Fleisch hat. Stony, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Glaube aber, der war zu lange im Ofen. Mit der Kruste könntest du problemlos Kampfpanzer knacken. Okay. Ja, es passiert. Mein Gott. Und so sitze ich hier. Der Frühstücksservice liefert nicht und ich komme nicht aus dem Bett. Oh nein, Flo. So ein Mist aber auch. Naja, aber dafür ist Sonntag. Muss das entspannt sehen. Muss dann einfach auch direkt mit Mittagessen anfangen. So wie ich. Einfach direkt mit dem Mittagessen anfangen. So. Okay. Also, der Lauch ist schon mal geschnitten. Weil ich sehe, V30, sehr gut. Ich muss immer irgendwer den Anfang machen. Ich vergesse es immer zu sagen. Community-Herausforderung läuft, ihr wisst Bescheid. 12 Stunden Stream. Wenn ihr Kanalpunkte übrig habt, könnt ihr die da gerne reinspenden. Ich glaube, wir haben schon... Ja. Das war ein Flug, war ein Fluglauch. Wir haben schon, glaube ich, ungefähr die Hälfte der Punkte geschafft.
Ja, also ich glaube, es sieht sogar aktuell ganz gut aus, dass es auch wirklich stattfindet, der 12-Stunden-Stream. Aber ihr müsst trotzdem weiter fleißig spenden. Ja, bitte. Gut, und selber mache jetzt Sport und lasse ich nebenbei laufen. Oh, viel Spaß beim Sport, Stony. Ja, bitte. Mein gesamtes Wochenendprogramm ist gecancelt worden durch den Vorfall. Weil es ungeplant kam, habe ich nichts zum Kochen da. Oh, das ist wirklich, das ist ärgerlich. So, ich heb mal kurz. Wow. Ah, jetzt schmeiße ich ihn gleich nochmal runter. Hei, 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 hei. So. Den Lauch. Vom Boden auf. Naja, passiert. Ja, das ist immer doof, wenn man, ja klar, ne? Wenn man sich eigentlich auf was anderes eingestellt hat und dann muss man das aber machen, sage ich jetzt mal, dann das ist echt doof, ja. Musste irgendjemand, ja gut, heute ist Sonntag, heute ist auch schwierig mit Einkaufen, ne? Sonst hätte ich gesagt, musste irgendjemanden für dich zum Einkaufen losschicken. So, was müssen wir denn machen? In einen kleinen Topf 450 Milliliter heißes Wasser füllen, ausreichend salzen und einmal aufkochen lassen. Okay. Was machen wir? Ah, ich sehe schon, jetzt werden fleißig Punkte gespendet. Sehr gut. Sehr gut. So, also 450 Milliliter. Und einmal aufkochen lassen. Doppelt und dreifach verloren. Oh. Für so einen Fall habe ich immer genug Fertigdosen im Haus. Ah, der Kommandant ist vorbereitet. Moin, bei dir kann man vom Boden essen, da liegt genug rum. Ja, selbstverständlich, Gnatterkopf. Man muss es nur vorher runterschmeißen, da liegt genug da. Gutes Gelegen. Danke dir, Tirovi. Dankeschön. So, also wir warten jetzt mal kurz, bis das Wasser aufkocht und jetzt bin ich am Überlegen. Ich glaube, ich lasse aber die Kamera hier. Also wir müssen es erstmal kurz aufkochen lassen. So, guten Morgen und wie steht's? Dr. Zehndeck, ja. Guten Morgen, soweit so gut. Wir haben gerade erst angefangen. Ich habe jetzt das Lauch geschnitten. Und ich habe gerade Wasser in den Topf gefüllt und muss es jetzt aufkochen lassen. Da kochen wir jetzt dann den Reis und den Lauch drinnen. Und wir müssen hier auf jeden Fall gleich noch Zwiebel und Knoblauch und Paprika schälen und schneiden. Bei mir gibt es eine Pilzhackpfanne heute. Wenn man Pilze mag, auch sehr lecker. Ich bin aber nicht so der Pilze-Fan. Aber sonst hört sich gut an. Ich würde es halt mit anderem Gemüse dann machen, ne? Aber ich mag so, ich mag allgemein so Pfannen. Ich weiß nicht, ob es Reispfannen sind, so Hackpfannen. Finde ich eigentlich immer sehr geil. Was gibt es bei euch anderen heute so zum Essen, so, wenn ihr was geplant habt? Wohin kommt der Schnittlauch? Der kommt am Schluss oben drauf einfach. So ein bisschen, ich würde sagen, ein bisschen über alles. Also man kann ihn gut über den Reis, aber auch über die Hackfleisch, Paprikapfanne dann drüber machen. Mahlzeit, Griechen, Mahlzeit. Schön, dass du da bist. Wie geht's? So, jetzt ist da eine Schicht. Die, nein, das war zu viel. So, kurz hier noch die Zwiebel schälen. Würde denn die Pilze aus der Suppe futtern? Bei Nika kommt irgendwie nur ein Teller mit Suppe an. Dauert nur ewig, aber da war nichts. Ja, ist in Ordnung. Liest sich ein bisschen wie eine separate Beilage. Ach so, nie? Also es kommt tatsächlich einfach nur so oben drüber dann. Ich habe jetzt gerade selber noch mal kurz ins Rezept geguckt, dass ich auch nichts Verkehrtes sage. Aber der Schnittlauch kommt wirklich dann ganz zum Schluss. Der wird dann einfach in so, ja, wie so, es sind ja immer so Röllchen, sage ich jetzt mal, geschnitten. Und genau, dann kommt er einfach noch so oben drüber am Schluss. So die frische Note sozusagen. So, hier noch eine Schöpfkelle voll Schnittlauch. Genau. Genau so. So, also sie lässt sich echt schlecht schälen, die Zwiebel, aber ich hab's gleich. Schmeckt immer gut, ja, das stimmt. Finde ich auch. Egal, ob so bei Basilikum, Schnittlauch, Petersilie, was auch immer.
Schmeckt eigentlich immer sehr lecker, wenn man da noch so oben drauf was macht. Die Garnitur, ja. Der Lauch macht mir Lust auf eine Käse-Lauchsuppe. Hast du denn alles da für eine? Das ist, glaube ich, so die Frage. So, wie soll ich die Zwiebeln schneiden? Halbieren und in feine Streifen schneiden. Okay. Dann machen wir das mal. Seht ihr was? Ja, ihr seht gerade was, ne? Ich muss immer hier gucken, dass ich nicht wieder aus dem Bild rutsche. Jawohl. Wieso fallen die alle runter? Was ist da los? Ah, ich glaube, das Wasser kocht auch gerade. So. Jetzt muss ich kurz schauen. Mir würde der Lauch fehlen. Schnittlauch kommt halt ins Essen und fertig. Jawohl. Stellen Sie doch einfach mal vor den Spiegel. Illyrin, vielen lieben Dank für den Resub. Mit Prime, 3. Monat schon. Dankeschön. Wunderschönen Sonntag, wünsche ich dir auch. Ich schreibe dich direkt auf die Tafel. Jetzt muss ich kurz gucken, ich habe alles zweimal. Da war ich jetzt rot. Ich hoffe, dir geht's gut. Vielen lieben Dank für den Resub. Fertigdosen Eintöpfe habe ich da. Verhungern werde ich nicht, aber für ein schönes Sonntagessen ist das Mist. Ja, da hast du schon recht. Man könnte am Käse scheitern. Oh nein. Ich habe immer Angst, Nika schneidet sich die Finger, so wie sie immer die Zwiebeln. Ach, ich habe mich bis jetzt, glaube ich, im Stream noch nie geschnitten. Ich kann das. Ich kann falsch schneiden. So, jetzt muss ich nur kurz gucken. Reis und Porree muss ich jetzt in den Topf packen. Und dann bei 10 Minuten niedriger Hitze abgedeckt köcheln lassen. Okay, ich drehe schon mal zurück. Dann haben wir hier den Jasminreis. Das sind 150 Gramm. Die packe ich jetzt da direkt rein. Und den Lauch auch. Und dann bräuchten wir einen Timer für 10 Minuten, wenn es geht. So. Und der Lauch. Ja, den kannst du eigentlich schon stellen. So. Ihr seht dann, als wir stellen, ich mache die kleine Kamera später auf jeden Fall noch rüber an den Herd. Wir machen da noch mehr. Dann seht ihr es auch. Ich rühre jetzt einmal kurz um. Und dann mache ich noch einen Deckel drauf. Nudeln mit Pesto, Reis mit Linsenmilchreis stehen zur Auswahl. Oh, Nudeln mit Pesto ist doch geil. ich kann das auch gar nicht hinsehen. Ach. Das geht schon. Root for all. Moin, wie geht's? So. 3:14 Deckel. So, okay. Der Timer läuft ja schon, ne? Ja, perfekt. Okay, gut. Dann machen wir weiter mit Zwiebelschneiden. Kommen schon mal hier in die Schüssel. In die Schüssel. Schüssel. Oh. Ich schmeiße halt irgendwie das Gemüse überall hin, aber nicht dahin, wo es hin soll. Weiß auch nicht. Okay, schaltet also doch am Käse mal fragen, was sie nicht wollen. Solange sie nicht wieder Nudeln sagen, ist alles okay. Kein Bock auf Nudeln, Kommandant. Guten Morgen, Johnny, Hallöchen, wie geht's? Na, alles gut bei dir? So, also. Die Zwiebeln sind auch schon mal geschnitten. Was müssen wir jetzt machen? Knoblauch und die Paprika, okay.
Die schält sich schon gerade die Knoblauchzehe, das ist hervorragend. Haben noch einen dicken Kopf. Oh je, von was denn? Gestern fette Party gefeiert oder was? Muss erstmal aufstehen und den Kaffee machen. Das ist doch ein guter Plan. Flo, das Kaffee in der Früh perfekt. So. Steht da was drauf? Fein hacken sollen wir den Knoblauch. Eieiei. So, jetzt erstmal feine Scheiben und jetzt schneide ich die hier auch nochmal. So, sehr hochprofessionell, ihr wisst Bescheid. Aber ich denke, das passt schon. Fällt dann eh nicht mehr auf. War um 5:30 zu Hause. Okay. Ja gut, dann kann ich das verstehen. Die Frage ist, wieso bist du denn um die Uhrzeit schon wieder wach? Ich glaube, dann würde ich noch schlafen, wenn ich so spät erst heimgekommen wäre. So, jetzt noch die Paprika. Also, wir haben zwei Spitzpaprika. Die eine ist sehr, hat eine sehr interessante Form. Die ist, glaube ich, auch schwierig zum Schneiden. Aber gut, wir machen das Beste draus. Oh, Nase läuft. Wenn du jeden Tag fragst, was sie essen wollte, immer Nudeln hörst und sie das dann auch wirklich wollen. Sie bringen mir auch noch die Nudeln, dann kannst du irgendwann keine Nudeln mehr sehen. Ich habe einfach mal Reis gemacht, wollten sie nicht, habe ich mir eiskalt liegen lassen. Oh, das ist krass. Ja, okay, dann kann ich das verstehen, Kommandant. Vielleicht darfst du nicht mehr fragen, was sie wollen, sondern trotzdem einfach kochen. Dann müssen sie es essen. Ich verstehe es auch nicht. Ja, okay, gut. Jetzt ist gerade die Frage, kann ich die Paprika und die Zwiebeln in eine Schüssel schmeißen? Ja, wird dann alles zusammen angebraten. Das ist perfekt. Dann muss ich da nicht jetzt noch eine Schüssel irgendwie rausholen, wo ich dann noch irgendwie das andere Gemüse reinmache. So. Okay, also. Schauen wir mal, ob wir hier das Kerngehäuse rauskriegen. Ah, größtenteils. So. Das hier schneiden wir jetzt auch noch raus einfach. So. So. Und die zweite Hälfte auch noch. Zack. Gut. Ja, das ist sogar bis auf ein einziger Kern. Ist schon alles draußen. Na, zwei sind es. Zwei. Sehr gut. So, wie sollen wir die Paprika schneiden? Steht da was dabei? Streifen. Okay. Nicht ganz durch. So, jetzt aber. Okay, also. Das ist schon mal Paprika und Knoblauch. Ich packe das kurz schon mal in die Schüssel hier, damit ich wieder mehr Platz habe. Gut.
Achso. Ich spüle die mal kurz aus, um noch die paar Kerne rauszubekommen. Das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Wenn da noch so Kerne drin hängen, einfach kurz Wasser drüber laufen lassen. Dann gehen die alle weg. Gleich liegt es wieder daneben. Nein, ich habe das ganz gut gemacht hier. Höchst professionell. Tatsächlich, hat von euch jemand schon mal so Lauchreis gegessen oder halt so Reis mit Lauch? Ich glaube, ich nämlich tatsächlich noch nie. Bin ich gespannt drauf. Also ich glaube, das passt dann wahrscheinlich wieder so mit der Hackfleisch-Paprika-Pfanne und so und dann mit den Gewürzen und so. Denke ich mal, passt das sehr gut zusammen, aber ich habe es so einfach noch nie gegessen. Irgendwas passiert heute noch. Habt ihr so ein Gefühl? Oh, hoffentlich nicht. Zumindest nichts Schlimmes. Willst wahrscheinlich wieder, dass ich irgendeine Schüssel abfackel hier ungefähr und dann qualmt und stinkt's wieder. Das Schneiden auf dem Brett ist sehr entspannt. Das freut mich, wenn ich dazu beitragen kann. So. Gucken wir mal, dass ich hier die Kerne auch noch rausbekomme. Wenn ihr so einen Lauch den Reis bringt, ist dann auch Lauch mit Reis. Oh, oh, schlecht. Das löst in mir innere Ruhe aus. Okay. Schüssel muss nicht unbedingt sein, aber so ist in der Art wäre nett. Ja, das war mir so klar. Aber ich finde das nicht ganz so geil. Nee, das haben wir einmal gemacht und ich hoffe, das bleibt eine einmalige Sache. Das muss ich nicht unbedingt öfter haben, muss ich gestehen. Weil es hat wirklich, also ihr könnt euch das nicht vorstellen, wenn euch sowas noch nie passiert ist, dieses Plastik, was mir da angeschmort ist, ist halt so gestunken und richtig, so richtig beißend. Das war super nervig. Ich war ja noch froh, dass ich mir die Kochplatte nicht dabei komplett versaut habe. Das hätte ja auch passieren können. Ja, ich schneide gleich weiter. Ich muss nur kurz die Kerne hier rausmachen. So. Alarm! Alarm! Und das zweite. Zack. So, fertig mit. Oh, Alarm. Sehr gut, Stony. Danke, dass du es mir sagst. Klack, klack, klack. Jawohl. Also mehr hier. So, dann gucke ich gleich nach dem Reis. Bin mal gespannt, ob der jetzt schon fertig ist. Ich sehe es gleich. Es ist auf jeden Fall noch sehr viel Wasser übrig. Jetzt muss ich mal schnell schauen. Ich glaube, wir müssen den dann einfach den am Schluss noch absieben. Ich mache einfach mal die Herdplatte aus und lasse es einfach noch ein bisschen stehen. Dann kann er sich gegebenenfalls noch ein bisschen vollsaugen, der Reis. Genau. Das ist meine Sis passiert. Sie hat den Wasserkocher für Vorbereitung auf dem Herd stehen. Freunde da, der Sohn von der dachte sich einfach mal, mich beaufsichtigt ja keiner und geht an den Herd. Was von dem Wasserkocher noch über war, kannst du dir selbst denken. Platte war übrigens nicht mehr zu retten. Oh, das glaube ich. Das ist, wie gesagt, da war ich super, super froh, dass ich es halt noch relativ schnell gemerkt habe. Ich sag mal, die Schüssel war zwar im Arsch, aber es ist nur eine blöde Plastikschüssel gewesen. Aber dass ich halt wirklich auch den Herd, dass ich sofort wieder alles wegmachen konnte und so, da war ich wirklich froh. Weil das ist halt schon super ärgerlich, wenn dir sowas passiert.
natürlich noch blöder, oder was heißt blöder, nerviger, wenn du vielleicht nicht mal unbedingt selber dafür verantwortlich bist, sage ich jetzt mal. Ich glaube, das ärgert einen noch mehr. Aber ja, ist ja, ich kann auch sagen, es war meine eigene Dummheit, dass mir das passiert ist. Aber wie gesagt, zum Glück konnte ich es noch retten. So, wir machen als nächstes mit dem Fleisch weiter. Und dafür packe ich jetzt auch die kleine Kamera rüber. Dann seht ihr jetzt auch gleich den Herd. So, können wir mal schon schauen. Ich habe Kabel ein bisschen noch zur Seite. So, seht ihr, glaube ich, ganz gut, oder? Ja, das ist okay, so denke ich. Genau, wir machen jetzt ein bisschen Öl in die Pfanne. Und ja, dann braten wir als nächstes das Fleisch dann an. Bekannte von uns hatten mal ihren Thermomix auf die noch heiße Herdplatte gestellt. Der ist auch aus Plastik, oder? Der Thermomix, da bin ich mir gerade nicht sicher, aber ich glaube schon, die Schüssel und so. Ja, oh, das ist halt auch super ärgerlich. Also das ist, glaube ich, egal mit was es allem passiert, man ärgert sich einfach total. Und das ist auch, braucht man nicht unbedingt. Der ist schon weggeschmolzen, ach. Scheiße, das kann man echt nicht anders sagen. Das ist richtig kacke, wenn einem sowas passiert. So, jetzt müssen wir mal schauen. Also, im nächsten Schritt müssen wir Fleisch anbraten. Öl erhitzen, Hackfleisch zusammen mit Zwiebel, Paprika und Knoblauch für 3 Minuten scharf anbraten. Danach kommt die Gewürzmischung dazu, die Sahne, ein bisschen Wasser. Okay. Johnny hat sich selbst getimeoutet. 1500 Euro für die Tonne. Ja, das ist halt... Wenn es dann auch noch so ein teures Ding ist, ne? Schon übel. Das ist ja eine coole Funktion, ja, ne? Ja, ich wollte nicht, dass man andere timeouten kann, weil ich befürchte, dass man da Schabernack mittreiben kann, sage ich jetzt mal so. Aber ich dachte mir, sich selber timeouten ist vielleicht ganz witzig. So. Müssen wir gucken, ist jetzt... Nee. So. Krieg Sackfleisch nicht auf. das will ich nicht. Noch gut 8000 Punkte bis zum Rezept. Damn it. Aber es wird, Flo. Einfach immer fleißig Streams gucken und dann schaffst du das. So, muss ich mal. Jetzt habe ich es zumindest schon mal halb offen. Die Schere kann ich danach auf jeden Fall in den Geschirrspüler mit reinpacken. Aber gut. Auch nicht so schlimm. So, jetzt ist es auf jeden Fall offen. Genug scharfe Nacke. Okay. So, also. Öl ist heiß. So, ich packe auch einfach gleich doch das Gemüse dazu. Einfach schon mal alles rein und dann... Das mit Streamshop bekomme ich hin? Sehr gut. Freut mich. Flo macht dir keinen Kopf. Sie wird die Streams auch oft genug aushalten lassen, dass die Punkte. Ja, hallo? Überhaupt nicht. Ja, Frechheit, diese Aussage, Kommandant.
warte ich einfach mal kurz. Flo lacht nur. Gleich nach dem Stream setzt sie sich hin, rechnet sich aus, wie lange 8000 Punkte sind bei 7999. Macht den Stream aus und ändert den Nick. Ja, genau, auf jeden Fall. Das pure Böse in Person hier. Muga, vielen lieben Dank für deinen Follow. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. So. Also nicht wundern, wenn ich ab und zu so aus dem Bild verschwinde, gehe ich ja dann rüber zum Herd. Für die, die es noch nicht kennen. Aber ich bin trotzdem da. Wechsel einfach immer so ein bisschen hin und her. Genau, also wir braten das jetzt an. Auf recht hoher Stufe. Dann dauert es eigentlich auch gar nicht mehr so lange. Es ist eigentlich auch schon wieder so ein relativ schnelles Essen heute. Aber ist ja auch schön, ne? Es ist ja, muss man auch mal wieder... Ich bin übrigens, also was heißt ich bin? Das ist übrigens jetzt die letzte Woche HelloFresh. Ich habe es nämlich wieder gekündigt. Und ab nächste Woche, sage ich jetzt mal, koche ich wieder, ich sage jetzt mal, normale Rezepte. Oder halt, ich mache wieder Rezepte, die ich mir selber rausgesucht habe. Ja. Freue mich auch drauf. Dann, ich glaube, dann werden die Streams auch wieder ein bisschen länger. Viele mögen das ja nicht so, wenn die Streams zu kurz sind. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Gehst du mal bitte aus dem Bild. Ich kann die Nachbarn nicht. Ich bin schon weg, Kommandant, aber danke dir. Es wird. Sind da wirklich schon wieder welche draußen? Da sind doch gar keine Nachbarn gerade draußen, Kommandant. Oder sind die jetzt gerade reingegangen? Ich sehe zumindest keine. Aber ich merke schon, dass die Nachbarn sind immer sind ein größeres Highlight als ich selber hier. So, also wir müssen das jetzt noch kurz ein bisschen anbraten lassen. Und danach haben wir, wo ist es denn? Wir haben hier eine Hello Paprika Gewürzmischung. Da ist Paprika, Knoblauch, Pfeffer, Salz, Zwiebel, Tomatenpulver drinnen. Und dann noch die Rinderbrühe. Und dann kommt die Sahne mit rein. Aber gar nicht ganz. Sehe ich das gerade richtig? Dann müssen wir mal gucken, ob wir sie ganz reinmachen oder nicht. Weil wenn was übrig bleibt, das finde ich das auch immer doof. Und dann noch ein bisschen Wasser. Und halt, genau, die Rinderbrühe habe ich schon gesagt. Und dann wird es ein bisschen eingeköchelt noch, mit Salz, Pfeffer abgeschmeckt. Da müssen wir noch den Schnittlauch schneiden. Ja. Diese Frage wird nur immer eine Frage bleiben. Was, du meinst HelloFresh? Ich habe es jetzt wieder für 2 Wochen gehabt, weil ich Rabattcodes sozusagen hatte. Und dann war es günstiger. Und jetzt wäre es quasi wieder teurer geworden. Und deswegen habe ich es wieder gekündigt. Zeit zum Relaxen. Guten Morgen, wie geht's dir? So, ich rühre hier nochmal um. Okay, hätte ich auch so gemacht. Danke, gut. Ja, also wie gesagt, ich finde ab und zu finde ich es immer ganz nett. Gerade wenn man sich vielleicht mal, wenn man mal so eine Phase hat, wo man sich vielleicht nicht so viel Gedanken übers Essen machen will, aber trotzdem, ich sag mal, was Anständiges und nicht nur Fertiggerichte und sowas essen will. Und wie gesagt, man kann es ja dann immer so pausieren. Oder stoppen, keine Ahnung. Und dann kriegt man eigentlich mit der Zeit, kriegt man dann auch immer wieder so Rabattgutscheine zugeschickt und so. Und dann mache ich es einfach immer wieder mal.
Ja, wie gesagt, ich finde die Gerichte und so schmecken eigentlich auch immer echt gut. Ich hatte jetzt noch nichts dabei, wo ich sage, nö, das fand ich jetzt doof. Man kann es natürlich ja auch selber auswählen. So. Also man nimmt ja dann im Normalfall auch das, was einem schmeckt. Von dem ich kann jetzt auch nichts Negatives dazu sagen, aber ich mache es halt dann, wenn dann meistens mit den Rabattcodes und wenn es dann halt wieder teurer wird, dann höre ich wieder auf damit. Portionen sind immer nur so Happen, also nichts für mich. Ja gut, das ist natürlich, ja, für mich reicht es immer, aber ich kann das natürlich verstehen. Wenn jemand sagt, nee, das ist ihm zu wenig, dann ist es natürlich sowieso doof. Da macht, glaube ich, eh mehr Sinn, dass man dann einfach komplett selber kocht. Aber ist ja auch in Ordnung. So. Ja, auch jetzt sieht es ganz gut aus. Ja, okay. Also, jetzt werden wir das Hackfleisch nämlich auch durch. Dann machen wir jetzt die Gewürzmischung gleich ran. Rinderbrühe, Sahne. Die würden nur die Hälfte der Sahne nehmen, weil es sind nämlich 200 Milliliter. Und die machen jetzt eigentlich nur 100 ran. Aber dann habe ich so eine offene Sahne rumstehen. Deswegen glaube ich, kippe ich es einfach trotzdem komplett rein. Da müssen wir vielleicht noch ein bisschen mehr nachwürzen. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Die Portion ist was für die ersten 15 Minuten Pause auf der Arbeit. Alles klar. So, also das ist wie gesagt das Paprikapulver oder Paprikagewürz. Da mache ich auch gleich die Rinderbrühe mit dran und dann die Sahne und dann messen wir noch schnell das Wasser ab und kippen das auch noch mit rein. So, dann Sahne. Und wie viel Wasser brauchen wir? 75 Milliliter, okay. Wo habe ich hier? Ich auch alles ordentlich verrührt habe. Aber jetzt hat es eigentlich auch eine ganz schöne Farbe schon bekommen. Gerade auch durch das Paprikapulver oder Paprikagewürz. Ich sage immer Pulver. Genau. Dann, ich habe jetzt auch ordentlich zurückgedreht. Das war gleich ein bisschen zu viel. Jetzt müssen wir kurz warten, das wieder ein bisschen aufkochen, kochen lassen. Und dann einfach so 2-3 Minuten nochmal köcheln lassen. Dann mit Salz, Pfeffer abschmecken. Und ich schneide jetzt schon mal den Schnittlauch. Weil demnächst ist unser Essen nämlich schon fertig. Es dauert gar nicht mehr so lang. So, also wir haben hier viel Schnittlauch. Ja, jetzt seht ihr es nicht mehr so gut. Ne, ich weiß nicht. Hier auf jeden Fall. Jetzt seht ihr es nur über die große Kamera gerade. So, den schneide ich jetzt. Aua, das war der Nagel. Also ich hat nicht wehgetan. So ein paar größere Stücke. Gut. Ja, weiß ich nicht, ob ich da so viel Bock drauf habe. So. Okay, also. Schnittlauch ist auch geschnitten. Wow. Essen mit wenig Aufwand schmeckt gleich nochmal besser. Ja, ich finde auch so. Es muss nicht immer so super viel Aufwand sein. Klar, es ist auch mal ganz nett, irgendwie, wenn man so einen richtigen Braten oder sowas kocht oder was Aufwendiges. Aber ich finde auch so zwischendrin einfach so diese
diese einfachen Gerichte, die schnell gehen. Sowohl am Wochenende, wenn man vielleicht mal nicht so viel Bock hat zum Kochen, oder ich finde es halt auch unter der Woche. Ich bin ja ein Fan von, ich lasse es nicht komplett weg, aber ich versuche jetzt nicht so viele Fertigprodukte zu essen. Ich mache mir auch gerne mal eine TK-Pizza oder sowas, also klar. Aber ich schaue halt, dass ich relativ viel zumindest selber koche. und dann hat man halt einfach auch nicht immer Bock, dass es jetzt dann 3 Stunden in der Küche zu stehen oder so. Ich finde immer, es muss am Schluss schmecken. Und dann, wenn es halt nicht, wie gesagt, nicht so lange dauert, dann ist es halt ganz nett einfach. Das komische Lauch zum Schneiden, was wirst du da bitte großartig sehen wollen? Das ist Schnittlauch, kein Lauch. Also ja, doch. Johanna, vielen lieben Dank für deinen Follow. Ich hoffe, dir geht's gut. So, ich rühre jetzt hier mal kurz um. So, und den Reis und den richtigen Lauch, nicht den Schnittlauch, sondern den normalen Lauch, habe ich dich erwischt, wa? Ja. Ich sieb das jetzt kurz hier durch, damit, weil da noch ein bisschen Wasser drin war im Topf, damit wir das jetzt rausbekommen. Ganz schön voll gesogen. Da ist nicht mehr viel Wasser drin. Muss ich mal so gucken, dass ich den Rest hier noch rausbekomme. So. Stelle ich das jetzt hin? Ich stelle das mal kurz hier hin. So, also, warte mal, ich zeig's euch. So. Also, hier ist jetzt der Reis mit Lauch. Mal kurz ein bisschen noch umrühren. So. So, was habe ich verpasst? Jetzt muss ich kurz gucken. Da. Was ist deine Lieblings-TK-Pizza? Ich kaufe tatsächlich, wenn, dann kaufe ich mittlerweile diese Piccolinis. Die esse ich dann immer ganz gern. Das sind meistens so die, die ich kaufe. Von was sind denn die? Ist das Wagner? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber wisst ihr, also diese kleinen... Ist das Doktor? Ich weiß es echt nicht. Aber wisst ihr welche ich meine? Und da kaufe ich im Normalfall die mit Salami. Weil ich finde immer, was ich immer nicht so mag, was es ja oftmals gibt, so bei TK-Pizza, wenn man TK-Pizza mit Schinken kauft, dass die oftmals so Creme Fraiche oder sowas benutzen. Und da bin ich immer nicht so der Fan von. Ich mag da schon irgendwie so eine, ich sag mal, eine Tomatensauce oder sowas halt drunter. Und deswegen kaufe ich eigentlich meistens so diese Salami, weil wenn ich Spezial kaufe, dann sind immer Pilze drauf. Und die sind immer so klein geschnitten, dass es auch keinen Spaß macht, die runter zu pulen. Deswegen mache ich auch das meistens nicht. Deswegen bin ich so, wenn ich so TK-Pizza oder sowas kaufe, wie gesagt, im Normalfall Salami. Und meistens diese Piccolinis, ja. Weiß ich, habt ihr so ein Favorite oder könnt ihr irgendwas empfehlen, wenn man dann mal so zu TK-Pizza greift oder so eine, die richtig gut ist? Weil es gibt ja auch, ich finde es immer ganz schwierig, weil es gibt so viele unterschiedliche. Welche ich auch ab und zu ganz gern gegessen habe, sind so Bistro-Baguettes. Ich weiß aber wieder nicht genau, von wem die sind. Also ich glaube, es steht wirklich Bistro-Baguettes. Und die waren immer in so einer roten Verpackung. Da waren immer 2 Stück drinnen, so länglich. Und da habe ich aber auch immer die mit Salami. Da war immer noch so ein bisschen Gemüse, sage ich jetzt mal, mit drauf. Und Salami, ich glaube, Schinkenwürfelchen auch. Die fand ich auch immer nicht schlecht.
Ben Broadcaster. Oh ja, yummy. Nee, hab seit Dekaden keine TK-Pizza mehr gegessen. Also ich versuche es, wie gesagt, auch zu vermeiden. Aber wenn, dann sowas. Pizza geht eh immer, verstehe die Frage nicht. Dr. Oetker, mir Grande gibt nichts Besseres. Okay, Dr. Oetker. Ah, sind die Dr. Oetker auch die Bistro-Baguettes? Ah, sehr gut. Ihr wisst Bescheid. Zur Not gehen die Bistro-Baguettes auch sehr gut. Finde ich auch. Ich finde, da ist es nur wichtig, das ist mir nämlich am Anfang mal passiert, dass ich die nicht lang genug drinnen hatte. Und dann waren die quasi am Anfang, waren die heiß und innen waren die noch kalt, beziehungsweise fast gefroren. Also die muss man lang genug drinnen lassen. Aber ich glaube, das ist bei jeder TK-Pizza wichtig, dass die wirklich lang genug drinnen war. Und wirklich, da finde ich es auch wichtig, der vorgeheizte Ofen, das macht einen Unterschied. Pinky, ich sage einfach Pinky, moin, schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Das stimmt, ja, genau. Also das ist so, also wie gesagt, ich versuche es nicht so oft zu machen. Ich versuche allgemein da so ein bisschen, weil ich das halt auch merke, wenn ich dann so viel, Fertigsachen oder sowas esse, und dann guckt man da nicht so drauf und ich bin da jemand, ich nehme über sowas dann voll zu. Deswegen versuche ich das auch relativ gering zu halten, ich bin ehrlich. Aber wie gesagt, ab und zu, ja. Genau. Ja, so ist es bei mir. Moin, ei, moin, moin, wie geht's? So, ich würde sagen, ich glaube, wir schmecken jetzt nochmal kurz ab mit Salz, Pfeffer. Vielleicht auch noch mit Paprikapulver oder so. Und dann ist es eigentlich fertig. Dann können wir uns ein Probiertellerchen anrichten und dann schauen wir mal, wie es schmeckt. Habe ich immer zwei Packungen im Gefrierdings. Ja, ich gucke meistens auch, dass ich so eine oder so da habe, dass wenn es soweit ist, dass ich dann was habe. ich könnte dich knudeln, Baguette könnte ich mal wieder machen. Habe ich alles für da und Baguette bekomme ich beim Bäcker. Ja, perfekt. Und das freut mich, Kommandant. Versuch mein Skill in Mario Kart zu verbessern. Oh, das, da bin ich auch richtig schlecht. Sowas wie Mario Kart und sowas zu fahren, ich bin grausam. Mein Freund hat ja eine Switch. Und der hat auch so, wie heißt das, Mario Party? Und ab und zu spielen wir das gegeneinander und ich verliere einfach ungefähr jedes Mal. Ihm gefällt es immer, mir aber nicht so. So, Salz, Pfeffer und ich nehme mal noch, ist mein Paprika-Gewürz hier. So, wir schmecken jetzt mal kurz die Soße ab. Hallo wunderschöne Vena, hallöchen, wie geht's dir? Ich kann einfach mal kurz ein bisschen. So, habe ich jetzt noch einen Löffel? Ja, ich nehme einfach kurz den Reislöffel. So. Jetzt gucken wir mal, ob es schmeckt. Ich muss immer noch aufstehen. Ach Flo, kannst doch ein bisschen liegen bleiben. Schmeckt schon gut. Da kann aber noch ein bisschen was ran, finde ich. Also schon ist auf jeden Fall gut, ja. Meine Geschwister und ich haben auch dazu entschieden, vor zwei Tagen eine Switch zu kaufen. Mit Mario Party, damit wir zusammen spielen können. Ja, also ich finde, das ist schon cool. Ich glaube, bis zu vier Leute, glaube ich, können da ja immer zusammen spielen. Ich habe halt immer so das Problem, ich hatte halt nie als Kind oder sowas, ich hatte nie so einen Controller zum Spiel. Ich hatte immer nur einen Gameboy und dann so ein Nintendo DS. Ich hatte halt nie irgendwie eine Playstation oder eine Xbox oder sowas. Deswegen tue ich mich immer ganz, ganz schwer mit so Controllern zu spielen, weil ich es halt auch nie gewohnt war. Und halt aber er zum Beispiel halt auch als Kind schon eine hatte. Ja, natürlich ist er da besser als ich, ne? Und dann zockt er mich immer ab und feiert das immer voll. Aber ich finde, das macht auf jeden Fall Spaß. Es sind ja so super viele so Minispiele und so drinnen. Also ich finde es eigentlich, finde ich voll cool. Macht, finde ich, Spaß. So, also das habe ich gesagt, ein bisschen was noch ran. Ich will noch ein bisschen Salz ranmachen und ich bin gerade ein bisschen am Überlegen, vielleicht noch ein bisschen Majoran. Ich mache da noch ein bisschen Majoran dran. Muss die selber eine holen und heimlich üben. Ja, das, wenn die nicht so teuer werden. Ich habe es mir auch schon überlegt, weil ich mir gedacht habe, das könnte man ja dann auch im Stream und sowas ein bisschen
also im Stream spielen sozusagen, das geht ja auch alles. Aber die Dinger kosten trotzdem, ich glaube, 250 Euro oder so. Ich weiß nicht ganz genau. Mal. Probieren das jetzt. 270 für die alte und 370 für die neue mit dem besseren Display. Nächstes Goal nach dem Streaming-Laptop. Ja, aber ich glaube, bis der Streaming-Laptop mal voll ist, das dauert ewig. Also ist ja auch völlig okay und so. Ist ja auch viel Geld. Mal schauen. Mal schauen, wenn es dann soweit ist. Aber ist natürlich eine Idee, Root for All, auf jeden Fall. Ja. Wieso nicht? Ich glaube, das ja, wäre glaube ich schon ganz cool auf jeden Fall. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Wo habe ich denn jetzt den Löffel hin? Da. Mal jetzt hier ein bisschen was. Wie gesagt, ich nehme jetzt so eine kleine Portion, ist ja nur zum Probieren und jetzt hier so ein bisschen Schnittlauch drüber. Ich kann auch, ich weiß nicht, wie ihr wollt. Ja, ich lasse die kleine Kamera jetzt einfach kurz stehen. Argus, guten Morgen. Na, gut geschlafen? Ich wollte unbedingt die neuere. Im Internet ist sie überall ausverkauft. Aber da ich smart bin, habe ich gesagt, lass mal über Mediamarkt und Saturn im Laden gucken, ob die da stehen. Und im zweiten Laden stand die auch zu Verkauf aus. Ja, ist doch perfekt. Ja, manchmal muss man einfach noch in die Läden gehen. Also es hat schon noch ab und zu seine Vorteile. So, wo habe ich jetzt schon wieder den Löffel hin? Ich suche heute gefühlt die ganze Zeit diesen Löffel. Ach so, den habe ich jetzt da rein. Ja. Nehmen wir jetzt einfach kurz zum Essen. So, jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, dass es eigentlich echt gut schmeckt. Aber schauen wir mal. Ach so, habt ihr es jetzt? Ja, ihr seht es ja im... Also wie gesagt, ich sehe jetzt nur der Probierteller. Ich habe da jetzt oben noch so ein bisschen Petersilie drauf. Schnittlauch, nicht Petersilie. Ich habe es jetzt einfach sowohl über den Reis als auch über, ich sag mal, die Hackfleischpfanne gemacht. Und jetzt probiere es auch zusammen, dass ich so von sowohl den Reis, Lauch, Schnittlauch, Zwiebel, Paprika und Hackfleisch drauf habe. Also wirklich alles. Die Stellen haben meistens welche im Laden vorrätig, auch wenn online steht, dass sie ausgekauft sind. Ja. Guten Hunger, Dankeschön. Das ist schon, es ist auch, es, sowas finde ich halt auch, wenn man jetzt nicht unbedingt dann noch ein paar Tage Lieferzeit oder sowas abwarten will, dann finde ich auch, und wenn die neu sind, glaube ich, dann sind die online auch nicht günstiger als jetzt irgendwie im Laden, dann ist es voll gut mit, wenn man halt einfach in den Laden geht und sich das kauft. Soll ich dir die Sachen aus dem Rezept rausschreiben oder machst du es selbst? Wie du möchtest. Also wenn du sagst, du willst es machen, dann sehr gerne. Ansonsten kann ich es mir auch selber rausschreiben, Argus. Kaufst du ein Zeugs lieber im Laden, da kann ich es auch gleich auspacken und unter die Lupe nehmen, wenn ich es erst zu Hause habe. Endet es meistens immer ein Problem. Kann ich auch bestehen, Co-Content, ja. So, also jetzt, ich habe alles auf dem Löffel. Ich bin mal gespannt, wie es schmeckt. Oh ja, das ist voll meins. Der Black Wolf. Vielen, vielen lieben Dank für deinen Follow. Schön, dass du da bist. Ich mag sowas super, super gern. Das geht halt voll so in die Richtung von der Reispfanne. Einfach mit Hackfleisch und ein bisschen Gemüse. Schmeckt sehr lecker. Wanderfalke, moin, moin. Weißt du, teuren Sachen machen mit 10 oder 20 Euro auch nicht. Ja, das stimmt. Das ist dann auch schon... Keine Ahnung. Ich sage jetzt nicht egal, aber das macht es auch nicht mehr fett so ungefähr. Ich glaube, es war auch gut, dass ich den Reis einfach stehen lassen habe. Der ist so richtig
weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also man merkt, dass es so richtig schön vollgesogen ist. Und einfach so ein bisschen so klebrig, aber richtig lecker. Also es ist richtig, richtig gut geworden. Man merkt auch den Schnittlauch, wenn man was drauf hat. Der passt auch voll gut zusammen. Also es ist ein richtig gutes Essen. Bin ich sehr von begeistert. Und wie gesagt, jetzt haben wir eine Stunde mit Stream gekocht. Also wenn ihr das ohne macht, super easy, super schnell. Porre Reis höre ich ja zum ersten Mal. Ich habe es davor auch noch nicht gegessen, Mann der Falke. Aber im Prinzip ist es einfach nur ein Lauch. Den haben wir einmal halbiert und in Ringe geschnitten. Und dann den Reis ganz normal kochen. Nur, dass wir den Lauch mit dazu getan haben, dass er halt auch mitgekocht wurde. Und das jetzt so zusammen, aber schmeckt echt lecker. Also auch mit in der Kombination mit der Pfanne, mit dem Hackfleisch, mit dem Paprika, Zwiebel, bisschen Knoblauch ist mit drin. Schmeckt sehr gut. Wenn es schmeckt, pack es ein und bring es hier vorbei, dann ist die Quarantäne nicht ganz so kacke. Ja, mache ich. Also ich gucke auf jeden Fall, dass ich euch auch das Rezept noch raussuche. Das ist immer ein bisschen schwierig. Entweder ich fotografiere es ab oder ich gucke, dass ich es online irgendwo finde. Dann stelle ich euch einfach den Link in den Discord rein. Aber es schmeckt auf jeden Fall sehr gut. Also kann ich euch empfehlen. Ist ein easy Rezept und schmeckt gut. Kriegt die Schwester wieder eine Portion ab? Nee, diesmal nicht. Die ist nämlich selber. Die isoliert sich gerade auch so ein bisschen. Weil die hatten auch 2 Corona-Fälle in der Arbeit. Deswegen, die wäre sonst auch am Freitag mit zu meinem Papa gefahren. Aber das hat sie auch nicht gemacht. Weil sie auch sagt, sie, war zwar bis jetzt die ganzen Schnelltests, waren zwar negativ, aber sie geht auch auf Nummer sicher sozusagen. Deswegen ist heute alles für mich. Proud of you, na? Schön, dass du auch noch reinschaust. Wir haben 15 Corona-Fälle, das ist natürlich schon einiges. Ja, ich glaube, es ist halt doof, wenn es jemand quasi nicht merkt oder so und dann halt werden halt viele angesteckt, ne? Bei meiner Schwester war es auch mehr Zufall, dass es rausgekommen ist. Weil es irgendwie ein Kollege war, der eigentlich Skifahren wollte. Ich weiß nicht, ob nach Österreich oder fragt mich nicht. Und auf jeden Fall dafür hat er halt einen PCR-Test gebraucht. War dann beim Testen und so ist dann rausgekommen, dass er positiv war. Der hatte keine Symptome und nichts. Ja, und dann war er halt positiv. Das Skifahren ist dann natürlich auch ins Wasser gefallen. Und dann jetzt irgendwie ein paar Tage später war jetzt dann irgendwie noch ein zweiter, ich weiß nicht, Kollege oder Kollegin positiv. Und deswegen hat sie halt auch gesagt, so ja, sie macht jetzt mal die nächsten 1-2 Tage langsam und bleibt quasi zu Hause. Ja. Das will man machen, ne? Alles für dich, Tanja. Alles für mich. Ihr kennt mich doch. Oh ja, das ist genau das richtige Essen, das ich für mich alleine habe. Das ist perfekt. So. Genau, was ich noch sagen wollte, ich gucke mal, ich weiß noch nicht genau, wie es zeitlich hinhaut. Eventuell kommt heute irgendwie nochmal ein Stream oder am Montag oder so. Ich wollte mal gucken, dass ich vielleicht noch so 1-2, also zusätzliche Streams irgendwie mit einbaue, wenn es zeitlich hinhaut. Aber ich glaube, das schaut aktuell ganz gut aus, dass es so in den nächsten Tagen klappen könnte. Ich habe wieder vergessen, meine Instagram-Ankündigung zu machen. Fällt mir gerade auf, dass ich live bin. Ich versuche das zu machen, weil ich es euch jetzt noch nicht genau sagen kann, ob heute oder morgen und um wie viel Uhr. Wenn dann wahrscheinlich so nachmittags, abends auf jeden Fall immer. Unter der Woche ja sowieso, weil ich ja ganz normal arbeite. Aber dass ich würde dann einfach, keine Ahnung, im Discord kommt ja sowieso die Ankündigung. Und ich schaue, dass ich es auch auf Instagram dann sage, wenn es soweit ist. Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst, dass da was kommen könnte. Genau. So. Und jetzt, was machen wir jetzt? Wir raiden einfach noch zum Rex rüber, würde ich sagen. Der spielt gerade Valorant. Ja, da haben wir auch schon 1-2 Mal rüber geradet. Ist auch ein ganz, ganz netter Typ. Ich finde ja, ist super. Also den Stream schaue ich selber sehr gerne an, weil ich finde, er hat eine sehr, sehr ruhige Stimme, der man gut zuhören kann. Auch wenn vielleicht jetzt Valorant nicht unbedingt das Spiel von dem einen oder anderen ist, aber... Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr noch mitradet und Hallo sagt. War gestern auch geil. Ich habe Minzpanakotta gemacht und Ananas Kompott. Nichts abgegeben. Ja, kann ich verstehen. Argus, manchmal muss man einfach so sein. Genau. War auf jeden Fall ein schöner, entspannter Stream mit euch. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und wie gesagt, wir sehen uns die Tage auf jeden Fall. Bis dann. Tschüss.